hier? Wo kommt der vierte her? Der ist im großen Westen. So, die Fensterfront gibt's dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, doch, die Antriebe, die sind bisher, glaube ich, das Größte da dran. Sag das nicht. Das ist gut. Beschleunigung ist toll. Sag das nicht. Die Antriebe sind nicht das Größte. Ich habe noch nicht alles gesehen. Aufnahme stimmt. Ja. Ich bin nur mal außen rum gekraucht. Okay, wenn ihr jetzt immer noch meine Tigerkröte abbauen wollt, weil ihr sie nicht von den anderen Blöcken unterscheiden könnt. Oh, sie hat Farbe. Willkommen. Toll, ein Rennstreifen. Hyrule Galactic Survival. Solche, was machst du da? Wie liegt das jetzt anders als eben? Wir werfen keine Münzen, wir werfen Capital Vessels. Da dreht man sich einmal weg. Ja. Schubdüsen anbauen. Schubdüsen anbauen, okay. Ja, dann drehst mal wieder um. Moment, es flackert noch. Ich dreh's gleich wieder um. Ich brauch noch Gut, dass die nicht so klein sind, die Schubdüsen. Jetzt ist es eine China-Hummel geworden. Eine China-Hummel? Ist es schlimm, wenn ich es jetzt nochmal fliegen lasse? Gehen die Sachen jetzt auch im Kühlschrank kaputt? Bloß es dauert eine Weile? Nö, die zwei sind gar nicht kaputt. Auch im Tier 1 nicht. Der Quantum ist kleiner. Okay. Es hebt ab. Ja, aber wohin ist die Frage? Wieso fliegt das so weit? Vorhin ist es doch auch nicht so weit geflogen. Es hängt jetzt bleibt stehen. Es steht in der Luft. Was macht ihr da? Es kommt runter, es kommt runter. Ja, ich lade gerade den Schrank. So. Und ich guck nicht hin. Großer Fehler. Also auf der Distanz scheint es nicht großartig beschädigt zu sein. Ja. Vor dem Stand. Bis jetzt auch noch, sehe ich auch nicht. Ja, jetzt nicht unter Wasser. Lupp. Ich glaube, die Schubdüsen federn das alles ab. Irgendjemands Generator und diese zwei Growing Plots sind fertig. Ich brauche Energie. Ja, das sind dann meine Sachen, die da fertig geworden sind. Welche Energie brauchst du? Atomenergie! Die Promethium-Dinger. Am besten die größeren. Weil hier brauchen wir Power, um das Ding wieder rauszuholen. Bring mal was auf die Stick oder so. Also, ja, 50. Haben wir hier noch irgendwie ein Motorrad irgendwo stehen? Ich stehe doch hinter dir. Hm? Okay. Notfalls im oberen blauen, ja, im oberen blauen Kanister. So, sonst hätte ich gedacht, bringe ich das einfach dahin, aber. Oder so, ja. Ich bring's dahin. Oberen blauen Kanister. Im blauen Kanister. Im Hauptraum, nicht im Lager. Verschieben ist. Ja. Oh, drei Ratatouille später und ich kann. Sieht aus wie bei Subnautica hier. Okay, dann geht das Ding also in der nächsten Zeit hoch. Ich seh's gerade. Ja. Gut, wem entziehen wir jetzt die Fahrerlaubnis? Noch ja, also einer muss einer am Steuer. Es gibt 3 Punkte auf Omikron, ne? Das ist gut da geballert. Naja, ich sitze jetzt auch mal. Machen wir eine schöne Spritztour. Dann machst du doch ein bisschen heller oder dunkler, ist doch egal. Der obere Garten ist ja gar nicht abgeerntet. Wo ist das ging in meine Richtung, China, kann das sein? Diese blauen Tones, da kannst du das rein. Wo bist du, solche? In unserem Capital Vessel. Capital Vessel, okay.
Ja, außer die anderen beiden sind doch beschäftigt mit Zeug. Total unwichtigen Angelegenheiten. Jetzt muss ich dann schauen, ob ich das auch richtig landen kann oder überhaupt fliegen kann. Da ist eine Tür, ich kann durch die Tür gehen. Juhu! Wieso gehst du nicht durchs Cockpit? Weil es langweilig ist. Hallo. Hallo. Ah. Hallo. Shit. So. Bitteschön. Was? Hast du es reingelegt? Wo ist das denn, das Ding zum Reinlegen? Die blauen Torniste. Was ist alles blau hier? Das stimmt gar nicht. Hellblau. Du bist blau. Torniste. Besser blau als lila. Oh. Wo hast du sie denn ungefähr hingebaut? Vorne oder hinten? Warum schießt das Geschütz schon wieder an mir vorbei? Und hinterlässt überall so kleine Krater. Genau, diese halb leuchtenden. Siehst du die? Ja, außer du bist eindeutig in Gefahr. Genau da. Ich bin eine Gefahr, ja. Das auch. Und nochmal kurz die Taste für den Helm. Danke. So. Hellblau. Ha, ich habe was erlegt. Großer Jäger. Für drei ich Fleisch. Alles, aber... Ich komme mal gut. Drei Fleisch nehme ich auch gerne. Ja, aber da habt ihr doch bestimmt schon ein bisschen was eingelagert. Hier, das da oben. Das Nein, war... nicht wirklich. Das wird alles von mir sofort verarbeitet. Ach so. Das hier. Ich anleuchte. Treibstofftank, ja. Ich klone damit Waffe. Dann kann man schön einen Dino-Eintopf draus machen. Ich will das Stück Schulterplatte. Ist das drin? Kann ich das auch irgendwie komplett reinschieben, oder? Ja, du kannst voll machen. Naja. So. Ich hatte hier gerade einen schwebenden Eingeborenen. Ich weiß noch nicht, ob ich hier drin sein möchte. Oh, es bewegt sich. Es dreht sich. Oh, es fliegt sich gut. Fast wie ein Borgkubus. Kann jemand da unten diesen Block da unten wegmachen? Den, wo wir gebaut haben und dass wir Bodenfreiheit haben? Ich bin gerade unterwegs, halbwegs in die Richtung, aber es kann noch ein bisschen dauern. Ich meinte eigentlich Jollum. Achso, ich muss erstmal. Jemand! Jollum! Ich muss das Motorrad wieder einsammeln. Ach, stimmt, ich habe ja ein Motorrad. Oh. Das sollte man immer mitnehmen. Ist ultra praktisch, auch auf fremden Planeten. Landefläche frei. Die Titanic kann landen. Die Titanic kann landen. Könnte doch ein bisschen schwer werden. Aber steht gut auf den Füßen. Nee, nicht wirklich. Also jetzt fängt es an zu wackeln. Tina, kannst du da... Spring Break, Baby! So lang sind wie die Düsen, vier Stück, und Landedinger da dran bauen. Also so. Brauchen wir Material, falls ihr nicht völlig Material bei hat. Was brauchst du? Säulen. Blöcke und... Blöcke habe ich. Diese Landesäulen. Die Landesäulen habe ich in die Kiste gerade erst gelegt, und ansonsten liegen jetzt hier auf der Plattform China Blöcke, wenn du sie haben möchtest. Wohl. Am Fabrikator. Da könnten auch welche sein. Ja, genug. Na gut, ich komme da oben ran. Ah, Ratatouille! Genau, bis zum Boden, und wenn ich dann abhebe, einfach die Füße hinbauen, diese Landeklappenfüße-Dinger. Füße habe ich aber keine.
Er sagt, die sind im Behälter. Oder sind die sind bei dir oben. Die sind oben bei dir im Behälter. Ich kann gerade nicht aussteigen, was sonst wieder das Ding hier einen Abgang macht. Moment. Kommt wieder irgendwie sinnvoll hoch? Euer Gewächshaus ist ja richtig schön geworden mit den Säulen. Ja. Ja, Irlum, das ist natürlich eine Idee. Ich versuche dir mal ein bisschen zu helfen. Mhm. Nein! Ja, war super. Das war China. Er wollte mir helfen, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Das der hat mich von China helfen. Der hat seinen Schiffsrang gebaut. Ah, schön. So, ist wieder weg. Ich hab mir mal ein bisschen Pistolenmuni geklaut aus dem Lager, ne? Ist das in Ordnung? Ist in Ordnung, ja. Du hättest ja auch aus der Waffenkiste bessere Waffen holen können. Kann ich mit denen überhaupt schon umgehen? Ich meine, das Assault Rifle, das habe ich jetzt schon gelevelt. Du kannst mit allem umgehen. Das Leveln ist, du kannst es herstellen. Du musst es nur haben, ne? Okay. Jetzt fliegt er weg. Das war zu erwarten? Ah, nein. Ach, Kaff, shit. Das ist. Ist da unten wer? Ja, wir sind hier unten. Also Landmann! Bleibst du da oben drinnen? Ich versuch was runterzuwerfen. Achtung, kommt runter. Und ich bin so blöd und stell mich drunter, um es anzugucken. Ja, da kommt was, da kommt was. So, ich hab's aufgenommen. Fahrwerkblöcke. Genau, 4 Stück müssen das sein. Ja toll, die sind unterschiedlich. Ob man gekocht wird, wenn man unter das Triebwerk geht? Nö, das sind 4 gleiche. Nö. Ja, aber wie gesagt. Hä, wer Badums? Ja? Alles cool. Was machst du da? Auf einmal waren meine Triebwerke aus. Wir haben... Jetzt sind sie aus, dann ist wohl der Saft alle. Ich hätte gedacht, du hast alle reingelegt. Ja, hab ich. Alle ich drei, alle 51, die ich hatte, habe ich reingelegt, ja. Oh oh. War das ein gutes Oh oh? Ich bleib mal kurz hier auf dem. Das heißt, wir brauchen richtig viel Promethium. Ja. Ah, jetzt steht's, oder? Es steht, ja. Also es wackelt. Promethium. Aber es sieht jetzt nach nee, ich brauche das Promethium und die Dinger sollten drunter, also an die... Ja, an die geht ja nicht. Ging ja nicht, wenn das Ding auf Boden ist. Also ich kann mich mal in Richtung Promethiummine auf den Weg machen und dann schon mal ein bisschen was sammeln. Darin bin ich gut. Ich wollte die ja anbringen und in dem Moment ist bei dir der Saft ausgegangen und du warst unten. Also erstmal so anbringen, damit sie überhaupt irgendwo dran sind. Geschickt machen geht immer noch. Aber immerhin steht es jetzt schon mal. Ich meine, ich wollte erstmal gucken, ob es vielleicht welche gibt, die man direkt drunter machen kann, die bloß einen Block haben. Aber sie sind alle mindestens 1x2 bis 2x2 groß. Also als Anschlussfläche unten. Habe ich es? Nee, habe ich nicht. Ich versuche gerade was hinzubauen. Moment. Aha. Oh. Ja, ein Fahrstuhl. Aha. Gut gedenkt, hab ich. Aber so was von. Sollte man aber vielleicht auch noch dann. Nee, er ist ja am Triebwerk gesichert. Schau denn. Jolum sagt mir dann gleich Bescheid, weil hier alles fliegt. Weil ich hier anschmeißen kann. Ja. Ich wollte jetzt gleich mal gucken, aber ich kann eben nicht. Ja. Wenn der Fehler nicht schneller ist. Große Kraftstoffzellen haben wir bloß noch. 18. Ich habe gerade alle rausgenommen. Wir hätten noch 4 Fusionszellen. Kannst du auch nicht. Die haben die doppelte Brenndauer pro. Warum brauchen wir das? Mir fällt auf, ich bin ein ganz schöner Dorsch. Ich gehe los und hab den Bohrer nicht voll und hab keinen Treibstoff mit. Warum nimmst du nicht das Hover-Ding? Genau.
Richtig. Dann komm nochmal zurück und hol den Bodenleiter WG. Ja, ich komm gleich zurück, aber wenn ich jetzt schon mal da bin, so, ich baue ich ein bisschen was ab. Alles klar. Wah! Das sind immer die besten Momente, wenn China dieses Geräusch macht. Das ist ein sehr lustiges Gefühl, wenn er mit einmal anfängt zu fliegen. So. Kommst du noch ran, weil ich drauf runter? Hier. Ich komm noch ran. Ich werde zuerst mal vorne zwei, hinten zwei. Ja. Okay, ist jetzt egal, wie rum die sind. Das machen wir später. Okay. Das sind jetzt so die ersten, die zur Verfügung stehen, damit du schnell landen kannst, um Energie zu sparen. Boah, ist das hell. Dabei geht die Sonne unter. Bist du zu weit? Ja, sind alle vier dran. Okay. Ich lande vorsichtig, Achtung. Schalte ab. Perfekt. Ein Baum. Danke. Ja. Er steht. Schiffe sind weiblich, sie steht. Ja, genau, die braucht einen Namen. Noch nicht. Bernadette! Sonst würde ich sie jetzt zicken. Nicht die Wackel? Die kantige Bärbel! Mein Motorrad ist außer Kontrolle geraten. Bist du irgendwo gegen gefahren? Nicht ganz. Ich wollte hin und her trudeln und naja. Haben wir die Gläser hin? Ich hab sie dabei. Ich werde sie jetzt setzen. Oder bin ich mal gespannt? Ich auch. Ich hätte jetzt erstmal hier nur eine Blastfront gemacht. Gleich hier schon. Und so, die Auswahl gibt es jetzt hier auch. Ich würde jetzt einfach die großen Fensterscheiben. Das sieht hier doch nur schräg aus. Ja, das funktioniert nicht, sonst müssen wir es oben noch höher bauen mit den großen Scheiben auf der zweiten Höhe. Was funktioniert nicht? Die Scheiben auf dieser Höhe. Auf die zweiten großen funktionieren nicht. Ah, stimmt. Ja, kann ich ändern. Ich habe jetzt eh das Problem, dass man hier jetzt auch an diesen schrägen, es gibt keine schrägen Fensterscheiben. Verstehst du das eigentlich? Deswegen baue ich hier gerade so falsch. Ich baue gerade so falsch. Einmal eins. Kann man den so drehen, dass das geht? Nee, doch nicht. Nee, ich dachte, man hat so vielleicht, indem man so konstruiert. Weil für einige gibt es halt extra dann die schrägen Varianten nochmal. Ja, hier nicht. Höchstens runde, das passt aber nicht so ganz. Also man kann das machen mit den runden. Hier die schrägen müsste es geben. Welche schrägen? Die so schräg sind. So. Nee, gibt's nicht. Ich kann dir gerne mal ein Fenster. Jo. Du meinst so diagonal? Ich meine die Hälfte, sagen wir mal die Hälfte. Jo. So, guck mal. Bin ich ja mal gespannt. Gehärtete. Ah, Abendrot, wunderschön. Das ist schräg 1. Ja, doch, eigentlich gibt's sie. Man muss halt bloß entsprechend dann drehen. Und es gibt sie leider nicht in 2x2. Nee, die 2x2 ist doof.
Die will nicht so. Also irgendwie muss ich ein bisschen an Obelix denken, wenn ich mir das angucke. Diese kleinen Füßchen, aber dann der massige Körper obendran. Welche hast du denn jetzt genommen? Schräg 1x1 heißen. Das ist gleich das vierte und oberste Stelle. Aber die schräg 2x1 sind halt dann... Die sind nicht so toll. Ja. Die passen nicht. Selma hätte den Grund hier anders gebaut. Ja. Aber das können wir auch noch ändern, irgendwann oben. Ach, ihr tüftelt euch da schon irgendwas aus. Sagt mir einfach, wann ich wo den Garten hinsetzen kann und dann... Ja, der Garten, der wird auch im Weltall gebaut. Ja, also ein paar Blöcke sind schon vorbereitet, liegen bereits im Frachtraum. Ich habe jetzt irgendwie auf das Aber gewartet. Aber da soll noch mehr kommen. Ha! Da habe ich einen fleißigen Helfer, der beim Material beschaffen sorgt, mithilft. Der die ganze Zeit das Seegras holt, weil er versucht zu leveln. Er sollte lieber Pflanzenfasern holen, zum Beispiel vom Garten. Ja, das hat er auch schon gemacht. Es liegen noch 36 Fasern. Da muss er eh jetzt ein bisschen warten. Mal gucken. Ja, das wächst alles noch. Ist noch nicht wieder gut. Ja, es ist halt mindestens 25 Minuten warten. Boah, so lange. Ja, das sind die mit der schnellen Wachstumszeit. Ja. Boah. Ja, es ist halt mindestens 25 Minuten warten. Boah, so lange. Ja, das sind die mit der schnellen Wachstumszeit. Die haben 25 Minuten, dann kommen 30, dann 35. Das ist richtig. Wieso setzt er den jetzt nicht drauf? Kann ihn davor oder daneben setzen? Wen denn? Die Schrägen, auf die zwei, auf die Schrägen drauf. Du musst von oben drauf gucken. Was soll ich das denn machen? Ah. Warte mal kurz, bevor du hier... Oh, sorry. War das der, den ich hier setzen sollte? Passt. Dann machen wir es so. Dann machen wir hier oben einfach dicht. Na, das war nicht richtig. Ich muss mal ausgesetzt. Ich muss die nach draußen befördern. Aber diese dunkle Geistergestalt. Ich bin ein Drow. Kann ich die jetzt? Hier passt aber auch noch irgendwas nicht. Ja, andere, eine sind innen, eine sind außen. Ich glaube, die oberen sind falsch. Nee. Wie beeinflusse ich das? Ich meine, hier ist es ja richtig. Hast du es von außen oder von innen gesetzt? Ich habe es von oben gesetzt. Irgendwie kann ich keine Trill-Charges herstellen. Du musst das Ganze erst lernen. Ja, das wird das Problem sein. Kann jemand für mich ein paar herstellen? Haben wir da nicht noch welche? Da müsste ich mal im Lager gucken. Munition. Oder es zählt unter Werkzeuge. Das ist die Frage. Wie sieht das jetzt aus? Jetzt sitzt es aus. Ich lasse dir aber gerade welchen blauen Konstruktor herstellen, sonst oder? Nicht. Ja, jetzt sitzt es außen, dann kann ich das hier auch wieder schön verbinden.
Also teilweise ist das ganz schön ein Gefrickel hier. Ja, vor allem im Dunkeln. Und wenn man dann die Blöcke drehen will. Ah ja, danke China. Das Drehen ist gerade gar nicht mal so das Problem. Aus. Das ist irgendwie aus. Oder ist das jetzt aus? Nee, das ist. Welches Dreieck hast du genommen? Das 1x1? Moment, ich gleich. Das ist Ecke 1x1. Also ihr meintet, ich soll das Magnum-Eis nehmen zum Rumfliegen. Magnum-Eis? Zum Bohren? Das, der Gleiter. Huch. Irgendwie macht der gerade alles, aber... Ich versuche das gerade irgendwie hinzukriegen. Moment, so und dann drehen und... Nein. Nicht so. Jetzt muss ich so. Nein. Ja, ja, ich bin dann mal draußen gelandet, ne? Gut, dass ich den Fahrstuhl noch hingebaut habe. Das ist nämlich gar nicht so einfach mit der Ecke. Oder hast du die Ecke jetzt? Hui, ich fliege. So, wo ist denn jetzt... Ah ja, da ist das nächste Promethium. Das, ach scheiße, das ist auch noch nicht aus und das haben wir noch nicht auswendig. Darum passt das gerade nicht. Was ist denn hier? Ist richtig? Hoffentlich. Nee, ist nicht richtig. Kriegt die Ecke nicht gesetzt. Nicht so, dass sie außen ist, zumindest. Oh, oh, ich werde von irgendwas verfolgt. Oh, eine Erde! Dinosaurier! Jetzt bin ich glücklich. Dann beeindrucke sie mit seinem überwältigenden Charme. Ja, jetzt bin ich glücklich, dass ich das Fluggerät hier genommen habe. Weil mit der Pistole, das wäre vielleicht ein bisschen blöd ausgegangen. Wieso hat er sie jetzt da hingesetzt? Ich kriege ja noch die Krise. Geht nicht. Wo sind jetzt die Dino-Leichen? Ah, da. Ich wundere mich, warum ich mich nicht nach vorne lege, wenn ich eh drücke. Also, Chaos-Folge 2000. Und ich habe noch gar nicht angefangen. Ach ja. Apropos. Das beruhigt mich jetzt nicht. Diese Ecke kriege ich diese Folge nicht mehr gesetzt. Ich glaube, ich verzweifle daran, dass ich sie nicht mehr gesetzt kriege. Tatsächlich. Gucken wir mal. Die ist jetzt da einfach auch nicht dran. Du willst diese Ecke nicht setzen. Ja, mittlerweile nicht mehr. Ich kann mir das richtig vorstellen, der China saß jetzt vorm Computermonitor, hat die Hand so drüber gewischt, du willst das nicht setzen. Nein, ich hab sie bloß gleich von der Tastatur erhoben. Ach so, ja, bei einem Jedi-Meister reicht das ja, ne? So. Ja, kein Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke, dass Sie wieder mit dabei waren bei Imperium Galactic Survival.
Aber Ozzel P hat heute voll gefailt. Das geht auf keine Kuhhaut. Ich hoffe, das macht er das nächste Mal besser. Also dann, ich bedanke mich nochmal, dass Sie das ertragen haben und hoffe, dass es das nächste Mal besser wird. Machen Sie's gut und bis bald.